Ist aber auch schön, dass man mitten in. Mit so. Ich will die Kiste. Ich hab's nur geöffnet, die kannst du jetzt raus und da kriegst was du eine Waffe. Das? Nein, eine MP5 will ich eigentlich nicht haben, weil du hast doch die ganze Maschinen. Nee, ich brauch das nicht. Na dann halt nicht. Hallo, wieso geht diese scheiß Marke nicht? Du bist mir vielleicht eine Marke. Ich werde jetzt erstmal. Ah, okay, das kommt jetzt erst. Ja, das kommt immer wieder im Spiel verteilt. So ein paar Tipps, falls für Idioten, die es bis da nicht rausgefunden haben. Achso. Also für dich im Singleplayer sozusagen. Arsch. So, jetzt haben wir das. Gab es da oben vielleicht noch was? Kann man hier hoch? Kann man hier rein? Irgendwas? Nein. Ich gehe da mal. Ah, hier unten ist auch noch eine Kiste. Sehr schön. Und noch ein bisschen Munition. Ach, und hier oben. Ah, hier liegt nur oben. Liegt eine Schatztruhe. Geld! Wie bist du da jetzt hoch? Kann man auf das... Nein, das ist... Da hinten war eine Leiter. So! Also ich finde das jetzt gerade schade, dass es hier kein Open-World-Feature gibt. Dass ich nicht einfach hier hochspringen kann. Ja. So, das finde ich gerade ein bisschen schade. Oh, mir fällt gerade auf, ich hätte vielleicht die Pistolenmunition zum Tauchen lassen sollen. Egal. Was soll's. Ach, da warst du ja schon. Ja, darum war ich. Da oben habe ich die Kiste genommen. Ah, ja. Okay, wo geht's weiter? Ich hasse übrigens in ihr Kopfhörer. Ah, ja. Okay, perfekt. Was mit Kopfhörer? Ich hasse in ihr Kopfhörer. Die sind so unglaublich unangenehm im Ohr. Hättest du was gesagt, hätte ich mein Headset mitgebracht. Ja, ach Quatsch. Wir werden jetzt elendig verrecken und dann das war's auch. Nichts Schlimmeres halt, ne? So Standardsachen. Da kann man irgendwie hoch? Nein, natürlich nicht. Ich kann auf einen Stapel von... Warte. Wie viele sind das? 6 Euro-Paletten kann ich nicht draufklettern. Das sind nicht mehr Euro-Paletten, die Billig-Paletten. Ja. Das ist halt... Wo sind wir hier? Bagdad-Paletten oder so? Bagdad-Paletten. Was weiß ich denn? Ich habe nicht aufgepasst, wo wir hier gerade sind. Ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Der hat bestimmt irgendwas gedroppt, sag ich doch. Ich gebe dir einen Tipp. Oh, hier sind hin und wieder so eine Claymores an den Wänden. Die gibt Vorteile, wenn man nicht drauf gegen sie läuft. Das Problem ist, Sachen fallen erkennen. Ich erkenne sie, zum Beispiel da, aber kann man die irgendwie kaputt machen? Ja, schieß einmal rauf. Kann ich da auch jetzt warten, bis du da langläufst und dich damit umbringst? Arschloch. Ich bin gespannt. Das Problem ist an so Sachen immer, wenn ich sie nicht sehe, laufe ich automatisch von ganz alleine und selbst hinein. Und das ist halt normal. Erste Hilfe Spray, das wird uns wahrscheinlich den nächsten Arsch treffen. Oh nein! Uncooler Hund, der seinen Kopf gesplittet hat! Wo ist er? Hinter dir, Oma! Wo ist er? Wo ist er? Dann wird's mal Zeit für die großen Waffen. Oh mein Gott, ich muss die Waffe nehmen. Oh. Fick! Oh Gott! Du Scheiße! Er hat mir ein Stück von meiner Schulter rausgerissen, das Scheiße. Brauchst du Hilfe? Ach Quatsch! Mich doch nicht, ich bin der coolste Fan. Ja. Also meine Hilfe kannst du jetzt erstmal kurz vergessen. Der Hund steht er ist hinter mir, er ist im Container. Soll ich da eine Handgranate reinschmeißen? Ach, ich glaube, der Hund, das war's jetzt. Nein, du musst ihn noch ganz töten. Ach nee, er war doch schon ganz tot. Sag doch, bin der Coolste. Ich habe immer voll den Plan und so. Naja, aber manchmal lässt du auch welche liegen. Da oben steht einer, der zielt mit einem Flammenwerfer auf dich. Das ist eine Armbrust. Ah, ne, das habe ich gerade nicht. Ich habe nur das Brennen gesehen. Deswegen war es jetzt für mich ein Flamey. Das war einfach ein Flammflamm, ne? Ja, pass auf. Ah, okay, der verbrennt. Perfekt. Warte, tot. Ganz kurz, nicht rangehen. Ich gehe mal einen Schritt zurück. So. Soll ich dich vielleicht mal heilen, weil... Ach, geht noch. Dein... Oh, gut, also wenn du dann tot bist. Ich will ihn kastrieren. Ha, okay, er ist kastriert. Jetzt kann er sich... Jetzt habe ich noch mal ein Eier geschlagen, wo du gerade reingeschossen hast, irgendwie. Ja, also... So, frei nach dem Motto, tötet es, bevor es Eier legt. Genau. In dem Fall könnte das sogar wirklich passieren, dass er seine Eier ablegt. Das wäre dann doch nicht mehr so naja, schön. Ja, er kann sie jetzt, wie heißt es bei Hancock so schön? Er kann sie jetzt nur noch als Staubschutz für deine Arschritze benutzen. Tolles Zitat auf jeden Fall. Ficken! Da ist schon wieder so ein kleiner, süßer, toller Hund. Oh, jetzt bräuchte ich Hilfe. Ja, dann komm mal zurück hier. Ich stelle mich hier hin. Wo ist denn das erste Hilfespray? Jetzt brauche ich dringend Hilfe noch dringender. Oh, ja, jetzt wäre ich vielleicht neben dir stehe, du Idiot. Ja, weil du ja nicht gekommen bist. Der Hund hat mich währenddessen angefallen. Bist du tot? Retten. Ein ganz fetter Hässlicher. Ein Boomer!
Ich renne hier mal kurz. Ein Typ mit ganz großen Aggressionsbewältigungsproblemen. Ja, chill mal kurz. Der wirft Mollys. Ah, ich brenne. Oh mein Gott, ich bin im bin schon wieder am Sterben. Alter, wie oft soll ich dich denn noch retten? Geh jetzt da mal weg, ich möchte da jetzt nämlich gerne eine Handgranate hinschmeißen. Ja, ich muss erstmal ein bisschen... schmeiß! Oh, oh Gott. Weil hier... Damn it! Ja, das ist das Problem, so ohne Zielvisier. Alter, wenn ich ein Pro, ich hab grad alles aufgehalten. Boah, was, Alter? Der Boomer macht mich gerade kaputt, pass mal ein bisschen... Ich hab mir den Arsch... Da oben steht einer. Ja, genau den meine ich. Glaubst du, dass der Boomer hier auch... Dreckiger VV! Okay, jetzt und runter, jetzt kommt er hier hoffentlich nicht mehr hoch. Aber dafür kommt der andere hier hoch, mit der fetten Armbrust. Oh, jetzt habe ich so ein leichtes Muni-Problem. Dito. Der Hund dürfte sich... Pass auf, der Boomer kommt hoch. Hast du ihn runtergeschossen? Ja, ich glaube, er ist tot. Ich rette dir. Pass auf, der Hund sitzt da, der kommt hinter dir, pass auf. Höhle, ey. So, also ich bin ja sowieso eher der Katzenfreund. Und mit Zombies habe ich sowieso nicht. Ganz besonders nicht, wenn sie Armbrüste haben. Oh Gott. Mann, ist das schon wieder eine. So, jetzt habe ich hier. Ach, ich habe ja noch voll viel Muni. Boah, kommt die ganze Muni auf einmal her. Beängstigend, oder? Jetzt warte mal ganz kurz. Ich muss hier kurz schön alles nachladen. Jo. Dieses Nachladen ist echt kompliziert gemacht. Weißt du, ich finde das Spiel im Grunde macht zwar echt Spaß. Also ich finde es tatsächlich somit eins meiner Lieblingsspiele. Das haben wir damals als... Ich komme angesprintet. Also das haben wir damals für 13 Euro haben wir das jetzt letztens gefunden bei... hier bei Mediamarkt. Oh, keine Schleichwerbung bitte. Nee, ich fand das war echt ganz gutes Angebot. Oh, eine Hanfpflanze in Rot, perfekt. Ja, jetzt brauchen wir noch eine grüne, damit wir sie benutzen können. Das ist völlig sinnlos. Ist doch scheißegal. Oh nein. Okay, Basti, komm mal her, rein. Nicht runter. Ich will hier noch kurz alles schön erkunden. Vielleicht ist ja hier noch irgendwas. Also, wenn man hier runterspringt, kommt da hinten ein Auto. Man muss den Fahrer schießen, bevor er dich umgebracht hat. Das werden wir jetzt ungefähr 30 Versuche für brauchen. Yeah! So, wo kommt jetzt das Auto? Da kommt. Ja, was für ein Auto? Du hast was von einem Auto gesagt. Von keinem LKW. Ach, der Fahrer sitzt ja links! Ja, wenn er rechts... Warte mal, jetzt sitzt er links, wenn er nee, warte mal, er sitzt rechts. Ja. So rum. Sie sind tot, ja. Das haben wir auch mitgekriegt. Aber gut, dass das Spiel uns das auch noch sagt. Ja. Wir wären ja echt aufgeschmissen gewesen ohne diese hilfreiche Information, also. Aber wir haben... Ah, okay, wir haben jetzt die MP5 auch zum Kauf frei. Aber wieso haben wir eine Shotgun zum Kauf frei? Die haben wir nie, haben wir anscheinend übersehen. Ja, das finde ich gerade ziemlich kacke, wenn ich ehrlich bin. Egal, scheiß drauf. Hast du zufällig... Wurde das jetzt auch resettet? Für mich irritiert das gerade, dass die rote Hanfpflanze weg ist. Ja, die müssen wir gleich nochmal aufsammeln. Ey, wir haben Schätze. Ach, das wird also... Das wird also... warte mal, hab ich den jetzt auch gehabt? Ja, natürlich hast du den Schatz auch. Das wird jetzt also resettet, wenn man stirbt, ja? Ja, das wäre... Sonst könntest du es wieder aufheben, das wäre auch ein bisschen dämlich. Naja, dann stirbt man halt ein paar Mal, hat man wenigstens was, weißt du? Ah, toll. Also, ich bin bereit. Ja. Nichts dagegen hast und ich trinke mal kurz was wegen Pappmaul. Das nervt gerade ein bisschen. So, warte, ich bin bereit, jetzt muss man noch viel bereit sein. Also ich würde sagen, wir zielen einfach auf die linke Seite von der Brücke und versuchen ihn da zu erwischen. Okay. Warte mal, vielleicht soll man die explosiven Kisten da mal zwischen verbunden, dass er das von der Reine nicht kann. Ich glaube, die springen ja sich in die. Oh, da wird er schon wieder erwischt. Bist du dir sicher, dass wir auf den ziehen? Weißt du was, ich hole jetzt einfach die MP raus und dann... Ja, dachte ich mir auch gerade. Vielleicht sollten wir mal eine Sache nehmen, die ein bisschen schneller schießt. Bist du sicher, dass man den töten muss? Weil ich meine, davon wird das... wird der LKW jetzt auch nicht unbedingt angehalten, wenn wir den erschießen. Oh, ich habe noch 11 Schuss, mein MP. Kann man den Ding irgendwie ausweichen oder so, eventuell? Na klar, wenn man nicht mehr zurückkommt. Bist du sicher, dass man den... Ja, wie oft habe ich das Spiel durchgespielt? 20 Mal? Ich werde mal versuchen, ihm auszuweichen. Also ich werde das jetzt einfach mal anders probieren. Ich werde da jetzt einfach mal geradeaus durchrennen. Das bringt gar nichts, wenn er da...
Naja, wenn man. Vielleicht kommt man ja an der linken oder rechten Seite irgendwie dran vorbei geflutscht. Oder nein, nein, das ist. Was glaubt mir, der LKW wird dann. Geht schon so. Ich will jetzt nicht spoilern. Geht so. Vertrau mir einfach. Du hast eine Granate noch. Könntest du vielleicht im richtigen Moment. Ja, ich schmeiß die Granate perfekt gezielt in das Ding drin. Ah. Er ist tot. Siehst du, er ist tot. Aber ja, aber eigentlich muss man früher schaffen, dann kippt der LKW um und rutscht nach vorne. Vielleicht soll ich diesmal früher mitschießen. Ich habe irgendwie diesmal voll verbreitet. Ja. Egal. So. Ich bin dafür, dass wir das einfach rausschneiden und so tun, als hätten wir es gleich beim ersten Mal geschafft. Ach Quatsch, das machen wir mit Vorspulen, so mit doppelter Geschwindigkeit. Platsch. Einzigste, was an dieser Zwischensequenz wirklich mehr. Ich habe eine Idee. Was? Du wartest jetzt einfach mal und ich renne einfach mal bis ans Ende der Brücke und dann springst du erst drüber. Mal schauen, was dann passiert. Ich bin gar nicht drüber gewesen. Ich war oben. Ich habe gewartet. Wo warst du oben? Ich bin nicht rübergesprungen. Ich habe ein bisschen Cutscene losgegeben und von oben geschossen, weil ich dann eine bessere Sicht habe. Guck mal, du hast ja die MP noch mit der Muni. Ich gehe nach vorne. Du zielst, stellst dich oben zielend bereit hin, weißt dann ungefähr, wo er kommt. Und sobald es losgeht, ballerst du von da auf sein Cockpit. Du musst nicht rüberspringen. Ich reicht, wenn einer rüberspringt, kannst von da oben halt besser zielen. MP rausgeholt. Von wo? Von hier, so. Ach, du meinst, das ist jetzt so der... Ja, ist ja auch nicht so, dass irgendwie so eine MP auch eine Streuung hat über so eine gewisse Reichweite. Nee, hat sie nicht. Na dann. Oder du versuchst, schieß einfach auf die Fresser. Ich schieß auf den Typen und du auf die Fresser. Vielleicht bringt's euch was. Ah. Siehst du? Sag ich doch. Fresser. Fresser, genau. Kein Kommentar dazu jetzt, bitte. Doch, klar, macht durch Kommentare. Ihr seid, sieht mich auch an. Ich gehe mal ein Stückchen zurück. Ah, klar, lass mich alleine, mein Ehe. Du kannst ja auch einfach weggehen. Und brennt wieder, ihr Schweine. Ja. Ja, ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, ich kürze das Ganze ab, indem ich einfach mal die Brücke in die Luft jage. So. Schön, dass du es mir nachgemacht hast. Das hat uns jetzt, glaube ich, ein bisschen Zeit gespart. Jetzt. Ja, ich muss nachladen. Tut mir leid. Nein, du wirst mich nicht anzünden. Grüne Pflanze. Oh. Perfekt. Na, dann kannst du ja gleich mal ein Heilungsspray machen, warum? Jetzt haben wir die... Während ich hier mal ganz schön nachlade. Basti, weißt du, was wir hinten liegen lassen haben? Ach, dein Ernst jetzt? Kannst du da noch rüberspringen? Nein. Vielleicht finden wir auch mal eine rote Pflanze. Wir könnten auch einfach nur mal Neustart machen. Ja, klar. Naja, also das eine Heilungsspray wäre mir das jetzt schon wert. Mir nicht. Warte, ich muss kurz mal machen. Ich habe inzwischen schon... Brauchst du ein bisschen was für deine MP? Also ich habe jetzt noch 27. Nee, behalt die mal. Du brauchst die Munition noch. Ah, stimmt. Ich bin ja eh der bessere Schütze. Ein kleines Goldsäcklein. Wo geht's weiter? Draußen? Ja. Vielleicht hier runter? Warte mal, jetzt nicht direkt weitergehen. Vielleicht erstmal... Da unten ist aber ein Tunnel. Der sieht interessant aus. Dann. Der ist richtig, der Tunnel. Da geht's weiter. Perfekt. Nur ich wollte erstmal ein bisschen hier noch farmen. Ich habe den richtigen Riecher, also ja. Ne, den richtigen Riecher schon, aber naja, ein bisschen groß geraten, aber sonst. Okay, wir werden uns jetzt hier nicht über meine Nase unterhalten, das hat hier nichts zur Sache. Ah! Hier sind Puffis! Stirb, Puffis! Bist du sicher, dass ich dir keinen Schaden machen kann? Ja. Na dann. Ich wollte schon immer eine Kugel in den Arsch jagen. Du hast ja auch so viel Muni. Och nö, hör auf zu mutieren! So, jetzt reicht's mir, aber jetzt können wir kommen. So, jetzt können sie kommen. Ja, nachdem genau. Alles vorbei ist. Ich rüste mich für die Mutantenhunde und dann kommt keiner mehr. Lustig ist, gibt eine Statistik. Wollte ich jetzt nicht. Das war eigentlich, wollte ich das Messer nehmen. Es gibt eine Statistik, wie viel getötet hat. Und da sind auch Mäuse und Ratten mit drin. Und wie oft du von wem getötet wurdest? Von Mäusen und Ratten? Nein, da steht nicht drin. Mäuse und Ratten sind eigentlich meistens eine Null dahinter, weil es nicht mehr möglich ist, dass sie die Schaden machen. Aber in meinem Spiel, auf meinem richtigen Account habe ich halt, ja, wie viel? Ich glaube, 50 oder 100 Raben schon gekillt inzwischen. So, Raben? Ja, es gibt später Raben in der Luft, die kann man, wenn man nicht Muni hat und einem unglaublich langweilig ist, fängt man auch an, auf die zu schießen. Ah.
Lauf mal weiter. Das sind da. Ja, hier hinten blinkt etwas. Ah. Ja. Sag danke. Schatzi. Was kommt da jetzt? Lauf einfach. Es passiert nicht so schnell. Jetzt aber lauf einfach. Jetzt hab ich rum, das macht mir Angst. Ja, es passiert nichts. Nein, da kommt eine so eine riesige fette Mücke raus. Motte. Motte halt. Mitte, Motte. Mücke, Mocke, Mocke, Mücke. Ja, naja, aber mich kann man ja vorschicken. So, Kanonenfutter-mäßig. Naja, da. Und? Oh, ich hab für nichts mehr Munition. Oder noch 10. Uncool. Jetzt müsste man nur noch zielen können, ey. Schaffst du es heute noch? Macht mir inzwischen tatsächlich schon hat ihn geschafft, mich anzugreifen. Tut mir leid. Zweimal? Ja, jetzt habe ich aber auch wieder keine Muni mehr. Ja. 11 Schuss noch für die Pistole. Ich habe 30 Schuss für das Skorpion. Kriegt man von den Ratten auch irgendwas, wenn man die tötet? Nee, und wieder ein bisschen Gold. Dann können wir die doch ab und zu mal ein bisschen mit einem Messer so also bearbeiten. Ja, ja, viel Spaß beim Treffen. Ja, stimmt, ja, da war ja was von wegen nicht bewegen mit. Ist in dem. Nee, okay, das ist ein Benzinbehälter. Ich wollte das fragen, ob in der Kiste was drin ist. Ja, mal drauf schießen. Vielleicht schaffst du es ja doch, dass er hochgeht. Soll ich probieren? Nein. Ich hau einfach mal mit dem Messer drauf, mal gucken, was passiert. Nichts. Kaboom! Okay. Es kommt ein hölzerner, hohler Ton. Basti, was lernen wir daraus? In dritte Weltländern werden Benzinkanister aus Holz gemacht. Ja, aber da haben sie mehr als von PET. Basti, du hast die grüne Pflanze gerade ignoriert. Ich habe schon eine eingesammelt. Also, ich mach mal kurz was. Und zwar... Wieso habe ich keine grüne Pflanze jetzt im Invent? Ach doch, da ist sie ja. Du brauchst jetzt noch nicht nutzen. Ich habe jetzt ein großes, das können wir später dann nutzen. Haben wir noch ein bisschen Leben. Don't waste das your life. Ich wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich eh nicht lange halten. Aber was mich nervt, ist, dass egal wie ich die Kamera drehe oder hoch und runter, es switcht immer. Ich laufe jetzt hier gerade nur drin rum, um zu hoffen. Ich war hier noch nie drin, glaube ich. Vielleicht liegt ja doch irgendwas Verstecktes drin. Oder es kommt irgendein Zombie, der dich umbringt. Ja, aber ist das so ein Goldfisch, so mit zwei Köpfen oder so? Mutierter Riesengoldfisch. Ja, ja. Ich finde das durchaus realistisch. Ich meine, hier sind gerade eben Motten aus toten Menschen geschlüpft. Das waren und ja ich die. Schon wieder Zombies. Ich nicht. Das sagt mir schon wieder alles. Bist du das oder ist das ein Zombie? Das ist ein Zombie. Da läuft ein Zombie. Der läuft komischerweise weg. Und? Ach komm, scheiß auf das eine. Ach, du hast eine Handgranate bei, oder? Ich habe eine Brandgranate noch. Ja, wieso? Fuck, na gut, reicht nicht. Hier gibt es irgendwie einen Trick. Ich weiß nicht mehr, wo man hinwerfen muss. Ich glaube, hier runter. Dann platzt das Ding hier hinten kaputt. Man kommt an diese Schatztruhe ran. Ich weiß aber nicht mehr genau, welche Stelle es war, wo man die. Welche Schatztruhe? Wo ist hier eine Schatztruhe? Ah, jetzt habe ich die. Ich weiß allerdings. Oh, jetzt habe ich sie dir gegeben. Kannst du mir kurz meine Handgranate wiedergeben? Kannst du meine Granate wiedergeben? Vielleicht geht's auch mit dem Messer. Geht nicht mit dem Messer. Ja, okay. Dann verschwende halt die Handgranate, bitte. Es ist... Ja, oh, Mach, was du denkst. Ich mache inzwischen noch mehr Obst kaputt, wenn ich daran komme. Oh, ich habe die Granate, glaube ich, verworfen, oder? Doch, ich hab's geschafft. Ein Applaus, bitte. Ha, siehst du, da waren die am Dings drin. Was war da drin? Ein Schatz, das ist 1000 wert gewesen. Ich finde ein bisschen mehr cooler als eine Granate, die womit du sowieso nie triffst. Ah, okay. Du ziehst also 1000 Gold in einer verlassenen Stadt eine Handgranate vor, ja. Soll ich dir helfen? So wird's gemacht, Digga. Oh, da oben. Kann man Köpfe aufschlagen? Ist da vielleicht auch was drin? Ah, da ist Obst. Ja, Köpfen kann tatsächlich was drin sein. Also ich glaube ehrlich, die Macher haben irgendwas gegen Obst, oder? Also ich meine, wer... Warst du das jetzt? Ja, oder echt? Nein, warst du 100. Achso, okay. Ich finde das nur interessant. Aber gleich mal dazu. Ja, die haben... Das arme Obst, ich meine, das dritte Weltland, ja, und wir gehen da hin und zerstören das ganze Obst. Was ich hier... Jetzt wissen wir, warum die Zombies überhaupt so sauer sind. Du hässlicher, fetter Opa! Aua. Oh Gott, da hat schon wieder einen gespaltenen Kopf. Ja, natürlich. Oh. Ich laber keine Scheiße.
Ah, das ist perfekt, dass wenn die durchs Fenster reinkommen wollen. Kannst du mir helfen, den Fetten hier fertig zu machen, Mann? Welche Fetten? Ach, den!